Also wir werden heute einmal den Unterschied von zwei verschiedenen Inserts hier demonstrieren. Ich sage jetzt nicht, welches Insert wo drinnen ist. Also wir arbeiten einmal am Versuch mit einem PU-Lamin, also mit einem PU-Insert, und auf der anderen Seite mit einem PTFE-Insert, das wir hier in dem neuen Handschuh im Sieger PBI 5F verwenden. Das ist ein Crosstech-Insert von der Firma Gore. Diese Inserts verarbeiten wir ausschließlich in unseren Handschuhen. Wir machen da ganz einen simplen Vergleich. Also wir haben den Aufbau, das heißt PBI-Oberstoff Y55 von Ibena, den verwenden wir als PBI-Oberstoff in unseren Handschuhen. Und direkt darüber, oder darunter besser gesagt, wie in unserer Konstruktion der Feuerwehrhandschuhe, liegt unmittelbar das Insert, das das ganze thermische Lining trocken hält. Weil wir wissen, nasses Material transportiert die Hitze um 27 Mal schneller auf die Haut als trockenes Material. Also immer schauen, dass das Material trocken bleibt. Und das ist ganz einfach und verständlich zu erklären. Also wir haben gesagt, die beiden Aufbauten, Oberstoff und darunter liegt direkt das Insert. Wir machen das ganz simpel. Flamme, demonstrieren wir mit zwei Kerzen. Wir wissen ja, dass die Flammenspitze zwischen 1000 und 1200 Grad hat und werden dann direkt den Oberstoff beflammen. Und dann schauen wir mal, was passiert mit den unterschiedlichen Inserts, die darunter liegen. Wir haben daneben eine Uhr und die werden wir dann einfach starten, wenn wir die Materialien auf die Flammen gelegt haben. Okay, dann geht's los. So, schauen wir mal, was passiert. Auf der einen Seite tut sich schon etwas. Wir sind bei 10 Sekunden und es schaut so aus, als wenn das Insert auf der einen Seite schon geschmolzen ist auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite tut sich eigentlich gar nichts. Wir liegen jetzt bei 25 Sekunden, 30 Sekunden, also wir sind schon sehr lange im Feuer momentan. 36, 37, bei 40 Sekunden knapp ist das eine Insert total geschmolzen, also Feuchtigkeit kann eindringen. Das thermische Lining wird nass, wir haben einen nassen Handschuh und ja, unsere Hand wird im Material gekocht quasi. Wir werden dann irgendwann aufhören, ich sage bei einer Minute, stoppen wir das Ganze, okay, und dann werden wir das von der Flamme wegbewegen. So, Flammen brennen auf beides, ah, da ist sogar runtergetropft, wahrscheinlich wird es ausgelöscht worden sein. Ist aber kaputt, die eine Seite. Löschen wir das, beide. Dann schauen wir, was passiert ist. Das mal von der Spannung runtergeben. So, ich hoffe, man sieht es auch. Das ist quasi die Flamme vom PBI, die direkt hier also aufgetreten ist. Es ist verrußt, aber der Stoff ist nach wie vor tiptop in Ordnung. Aber beim Insert natürlich Lochbildung. Ich lege es einmal hierher. Und jetzt schauen wir sich das Ganze an mit dem Material, was wir in unserem Handschuh Sieger PBI verwenden. Natürlich Oberstoff, dieselbe Performance, verrußt, aber es ist nichts aufgebrochen, das Material hält. Und das Insert ist eigentlich bis auf eine leichte bräunliche Verfärbung tiptop in Ordnung und hat nach wie vor denselben Stretch. Und wenn ich den jetzt in einen Gore-Tex-Tester hineingeben würde, es wäre nach wie vor dicht. Also das nur einmal als Demonstration zu zeigen, wie die Performance im Handschuh ist bei unterschiedlichen Inserts. Das eine ist einmal der thermische Vorteil einer PTFE-Crosstech-Membran. Und der zweite, den wir hier aber nicht jetzt demonstrieren, ist auch die Waschbeständigkeit. Also nach 10 Wäschen wird ein PU-Insert Lochbildung aufweisen und wiederum Wasser durchlassen, wobei das bei Gore-Tex nicht der Fall ist.
Ja, ich hoffe ein bisschen zum Verständnis, warum wir mit einem sehr hochwertigen Insert arbeiten und nach wie vor auch noch 20 Wäschen eine Wasserdichtigkeit und thermische Beständigkeit garantieren.